Voll süß, Alter. Ratet mal, wo der Chieftain gelandet ist. Richtig, im Gegnerteam. Rate mal, auf welcher Map wir rausgekommen sind. Richtig, Bergpass. Was kann der Chieftain auf Bergpass? Ja, er frisst sich entweder auf der linken Seite mit seinem Turm durch die Leute durch oder auf der Brücke mit seinem Turm. Den kriegst du ja auch nicht mal eben penetriert. Der hat ja auch als Backup zweimal FV, eine Grille und eine Arti und was weiß ich was. Das heißt, ihr könnt ganz stark davon ausgehen, ja, ich nehme das jetzt live in so einem Random-Gefecht auf für euch, ja, noch bevor, das ist auch kein Replay, ich nehme das live auf, das seht ihr dann nach dem Gefecht, es wird übergehen in die Gefechtsauswertung, ja, die Brücke von uns ist nicht besetzt, unsere 60 TP, 277er und so sind nicht auf die Brücke gefahren, der 268-4 auch nicht auf die Brücke gefahren. Ja, also ihr könnt jetzt davon ausgehen, dass der Chieftain links oder in der Mitte über die Brücke, ja, da ist er auch schon, ne, glaube ich, auf der linken Seite. Ja, und da sind überall irgendwelche Steine und Felsen und er wird sich jetzt mit seinem Chieftain dadurch die ganzen Leute durchfressen. Auch die Brücke wird jetzt gleich fallen, die ist komplett unterbesetzt, deswegen bleibe ich auch hier oben stehen. Ja, wie gesagt, unser 268-4, der auf der rechten Seite rumgammelt, gehört eigentlich hier auf die Brücke. Ja, das heißt, wir haben zwei Punkte, die gleich zusammenbrechen werden. Einmal die Brücke, weil sie nicht genügend besetzt ist. Und einmal die linke Seite, wo der Chieftain sich jetzt mit seinem Turm durch die Leute durchfressen wird. Ne? Ja, Kollege, du musst da weg. Ja, das heißt, das Einzige, was mir bleibt, ist ein bisschen auf Distanz zu bleiben und ein bisschen Damage auf Distanz zu machen. Ja. Unser 268-4 mit der starken Frontpanzerung und mit der starken Kanone ist auf der rechten Seite, wo er eigentlich relativ nutzlos ist, ne? Ich habe halt die Befürchtung, dass wenn ich auf die Brücke fahre, wo ich eigentlich sowieso nicht drauf gehöre, dass dann auch die Mitte zusammenbricht, weil hier steht nur so ein butterweicher FV. Das heißt, dann stehe ich da im Kreuzfeuer und sterbe sinnlos weg. Ne, wenn die jetzt nicht reagieren, haben wir gleich die Arschkarte. Ne? Die gammeln sich da rechts einen ab. Irgendeiner muss hier die Mitte ein bisschen, weil sonst kriegt unser 60 TP auch von hinten. Ne? Also das... Wenn hier jetzt ein, zwei Leute hochfahren, hat unser 60 TP komplett, ja. Der FV von uns könnte jetzt auch mal langsam zurückfahren zu uns. Ja, 60 TP hat sich auf der Brücke weggeschmissen, beziehungsweise er hätte da... Also mit einem Heavy fährt man da nicht drauf. Auch der FV hier, ne? Auch der FV müsste schon längst dort abhauen, weil es ist ganz klar zu sehen, dass die Brücke fällt. Und unser FV reagiert da gar nicht drauf, ne? Ne, unser FV reagiert 0,0 auf diese aktuelle Brückensituation, ne? Jetzt kommt unser zweites Problem. Unser FV ist kein intelligenter Mensch, ne? Sonst würde der schon längst dort abhauen. Oder zumindest mal Richtung Brücke aimen. Ja, weil ansonsten... passiert genau das, was ich vorausgesagt hatte. Ja, mehrere Autoloader sind jetzt vorgefahren und der FV ist jetzt komplett hinüber, weil er sich nicht... Ne? Und auf der Brücke ist auch noch so ein FV oder mehrere TDs. Wenn ich jetzt da runterfahre, dann nehme ich vielleicht die Batchet raus. Kassiere dann aber eventuell von zwei FVs und einer Grille, die jetzt gerade über die Brücke fahren. Also die Stelle hier habe ich mir schon bewusst ausgesucht. Ne? Unser Team reagiert immer noch nicht. Also die Leute, die rechts stehen, schmeißen sich weg, fahren auch nicht zurück, wollen auch nicht mithelfen.
Ja, Fehler Nummer 1, dass der 60 TP alleine auf die Brücke gefahren ist. Hier bei mir wäre der besser aufgehoben. Dann hätten wir hier von hier oben aus einen Hardcore-Dev machen können. Ja, wie gesagt, ne, die zwei FVs, die Grille und die Badger sind jetzt über die Brücke gefahren und schießen dort jetzt unsere Leute weg und ich alleine fahre da garantiert nicht runter. Ja, also mein Team ist von Anfang an komplett falsch gefahren, ne? Sowohl der 268er als auch der FV als auch der 60 TP. Ne, jeweils für sich Fehler begangen, die man jetzt nicht mehr gut machen kann. Ja. Ja. Ja, ich bounce an dem One-Shot. Ah, ich bin jetzt gestunt, ne? Ja. Teamwork im Gegnerteam, kein Teamwork in meinem Team, das kommt noch oben drauf. Ne? Die Brücke ist halt mal eine Schlüsselposition auf dieser Map. Und wenn da nur ein Heavy drauf fährt, reicht das natürlich nicht, ne? Also das Ding war von Anfang an klar, dass die Brücke fällt, habe ich von Sekunde 1 vorausgesagt. Und wie gesagt, das ist kein Replay. Ich nehme das live in einem Random-Gefecht auf. Das sieht man jetzt zum Beispiel, ne? Wir gehen jetzt übergangslos rüber in die Gefechtsauswertung. Das gibt es ja bei einem Replay nicht. Da müsste man das gucken. Hier, Ladebildschirm und wir kommen jetzt in die Ergebnisse. Wer hat gar keinen Damage? Wahrscheinlich unser 60 TP, der FV. Ja, die zwei schon mal nicht. Hier, bitteschön, unser FV. Falsche Positionierung. Warum? Weil er hat nicht darauf geachtet, dass die Brücke fällt, ist auch dort nicht weggefahren, hat sich auch nicht mal in Richtung Brücke gedreht. Ja, der hat komplett ignoriert, was die Minimap zu sagen hat. Ja, das heißt, der Typ hat schon mal komplett versagt. 21.000 Gefechte, nichts dazugelernt. Unser EBR war die ganze Zeit Basecampen, stand hier oben, hat nur HP verloren. Manticore sage ich schon, Minotauro. Was hat der gemacht? 300 Damage. Ja. 300 Damage mit dem 10er Autoloader TD. Was hat der Supercomp gemacht? Ein Schuss penetriert. Was hat der 268-4 gemacht? Ein Schuss penetriert. Ne? Der andere FV hat auch nur ein Schuss, 700 Damage. Das reicht alles nicht. Ne? Das ist komplett Versagen. Ja, und der 60 TP, der alleine auf die Brücke gefahren ist, das ist auch taktisch nicht klug. Wenn man sieht, dass die TDs und die Heavys nicht mitfahren, dann fährt man nicht alleine auf die Brücke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weil warum? Weil ganz einfach, du schießt einmal oder zweimal und dann bist du futsch. Ja, zweithöchster Schaden habe ich. Ich habe meine Positionierung nach der Fahrweise meiner Mitspieler ausgewählt und das war genau das Richtige. 2800 fast. Ja, und der Manticore hat halt am meisten Damage. So, gucken wir mal nach XP. Okay. Ja, so. Und jetzt schauen wir mal im Gegnerteam. Natürlich, der overpowerte Chieftain darf nicht fehlen. Das ist ja mittlerweile Standard. Ja, und der wurde genervt, der ist trotzdem overpowered. Ne? Den kriegst du trotzdem nicht richtig penetriert und der macht dich trotzdem platt. Also das bisschen, was der genervt wurde, das reicht halt nicht. Ne? So, deren Heavys und Autoloader haben halt vernünftig gespielt, wie man sieht. Ne? Hier der TVP, da die Badget. Ne? Übrigens, die hatten TVP-Autoloader und Badget-Autoloader. Was war denn bei mir los? Ja, nur ein Scout, das sind keine Medium-Autoloader. Wir hatten die normalen Mediums, E50er und M48er Patton und Centurion AX. Ja, und die haben halt mehrere 10er Autoloader, also richtige Autoloader gekriegt. Ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja die Kombination. Es ist nicht nur der Chieftain im Gegnerteam, sondern auch vernünftige Autoloader. Zwei Stück vernünftige Heavys, die, guck mal hier, wie viel der abgewehrt hat. Allein schon, ne? Was hat, guck mal hier, der hat 4400 abgewehrt, unser 60 TP.
Hat 300 abgewehrt. Verstehst du, was ich meine? Also falsche Positionierung, falsche Fahrweise. Ja, es ist nicht nur der Chieftain, es sind auch die Noob-Mitspieler, die ich in mein Team kriege, ja? Und diese Kombination insgesamt, ne, ergibt, ne, dass ich dann von heute Morgen 73%, ich habe da ja gestreamt auf Twitch, ne, man hat es gesehen, ich hatte heute Morgen 73% Winrate und nach hat mich Wargaming wieder hier Richtung 50% runtergenervt. Ja, mit dem Matchmaking, mit der Map-Auswahl, ne, mit den ganzen VK-72er, Objekt 907er und Chieftains im Gegnerteam.